Liebe Emmericherinnen und Emmericher, letzte Woche Sonntag gab es die Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Ich darf weitere 5 Jahre Ihr Bürgermeister bleiben und ich freue mich sehr über das Ergebnis. Hinter mir sehen Sie das Martini-Fahrheim. Das Martini-Fahrheim gibt es in dieser Form nicht mehr. In den letzten Wochen und Monaten haben dort Umbaumaßnahmen stattgefunden und es ist dort eine Tagespflegestation eingerichtet worden. Heute Mittag wurde sie eingeweiht und letztendlich verfügen wir jetzt über ein größeres Angebot in Emmerich an Tagespflegeplätzen, die wir auch dringend brauchen, weil wir alle wissen, wir werden alle älter und der Bedarf wird steigen. Seit heute gibt es auch eine neue Corona-Schutzverordnung. Dies betrifft hauptsächlich private Feiern im öffentlichen Raum. Das heißt, wenn Sie bei einem Gastwirt feiern oder in einer anderen öffentlichen Einrichtung feiern, müssen Sie diese ab 50 Personen anmelden. Das geht bei uns ganz einfach. Über unsere Internetseite bekommen Sie die nötigen Informationen und mit ein paar Klicks haben Sie Ihre eigene private Veranstaltung dort angemeldet. Aktuelle Zahlen gibt es auch. Wir haben derzeit 9 infizierte Personen im Raum Emmerich. Davon liegen 58 auch noch zusätzlich in Quarantäne. Wir sehen, dass die Zahlen ein wenig steigen, aber ich glaube, es ist noch kein Grund zur Unruhe. Aber wir müssen beobachten, wie sich das jetzt über den Herbst und die kommenden kalte Zeit weiterentwickelt. Ich wünsche mir und Ihnen allen, bleiben Sie gesund und ein schönes Wochenende, was jetzt auch kommen wird.